Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit Marvel Avengers. Ein kleines Informationsvideo zu Marvel Avengers, zu den Patch 1.3.1. Ja, ich würde jetzt mal ein bisschen was schnacken über den Patch oder den Hotfix, der heute aktiv gegangen ist. Und zwar geht es einmal darum, es wurden uns Entschädigungen gegeben für die wöchentlichen Rufmissionen, die nicht funktioniert haben, einfach dafür einloggen ins Spiel. Und da bekommt ihr 250 Polycharon und 500 Uru. Solltet ihr dieses oder diese zwei Ressourcen nicht gleich bekommen, dann einfach nochmal ausloggen und nochmal einloggen, dann sind die euch gut geschrieben worden. Und das Ganze könnt ihr vom 24. September bis zum 1. Oktober tun. Was ihr danach macht, dann wird es nicht mehr zählen. Also beeilt euch mit dem Einloggen und dass ihr diese zwei Ressourcen bekommt. Ja, das dazu. Und ich würde sagen, wir machen schon weiter. Ja, und es wurde noch bei Iron Man verbessert, dass der Sprintflug ein bisschen reaktionsfähiger ist und von Thor der Hammer. Und unter anderem auch, dass man ein bisschen besser ausweichen kann. Und dann wurde auch verbessert, dass Captain America ein bisschen besser mit seinem Block arbeiten kann. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das funktioniert, weil das hat mich schon gestört mit den Blocken. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon zum nächsten. Ja, und die Keeper, die Drohnen, die haben neue Standortangriffe bekommen. Dann wurde auch da ein neuer seltener Angriff hinzugefügt. Und die Homing-Projektile sind nicht mehr allzu schnell. Also man kann den jetzt ein bisschen besser ausweichen. Und sie haben eine höhere Uplink-Zeit, also sprich, dass sie das nicht mehr so schnell wirken können, wie es am Anfang war, dass man alle paar Sekunden so ein Geschoss im Rücken hatte. Und es wurde auch noch ein bisschen was zum Gear gemacht, das kommt jetzt gleich. Ja, dann wurde behoben, dass die wöchentlichen Missionen bei einigen nicht richtig aktualisiert worden sind. Das wurde behoben, unter anderem auch, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, mit den täglichen Missionen, die sollten jetzt alle richtig funktionieren. Und dann wurde auch das behoben, dass manche Equip-Teile auf Stufe 1 sind. Bei Legendär ist bei mir persönlich sehr oft vorgekommen. Und ja, das finde ich auch natürlich mega blöd. Da hat man mal ein geiles Teil und dann ist es Stufe 1. Dann auf jeden Fall auch in den Mega-Hive, da haben sie die Chance erhöht, dass spezielle Beute öfters drinne sein soll. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ja, und dann kommen wir noch zu einer Änderung, die erst mit dem nächsten Patch kommen soll. Eine Option für die Untertitelgröße, Modus mit hohem Kontrast, Warzone Ping System und eine Umschaltoption für Heldensymbole, um immer sichtbar zu bleiben, wenn man unterwegs ist mit anderen Leuten. Finde ich sehr nice, dass das gemacht wird, weil das schon ab und zu mal genervt hat, dass man seine Teammates nicht gesehen hat. Ja, das zu den kleinen Hotfix. Vergesst auf jeden Fall nicht, euch einzuloggen, dass ihr die Ressourcen bekommt. Ihr habt noch Zeit bis zum 1. Bis zum 1. Oktober habt ihr da noch Zeit, sich alle einzuloggen und diese 250 Polycharon mitzunehmen und die 500 Euro. Ja, ich sag vielen lieben Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren über den Patch. Und ich bin raus. Tschö mit Ö, euer Winnie. Und ihr könnt auch gerne mal auf Twitch kommen, alles oder nix, unterstrich TV. Und wenn ihr natürlich aktuell bleiben wollt mit Marvel Avengers, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wie gesagt, ich bringe auf jeden Fall weiteren Content auf meinen YouTube-Kanal und natürlich auch auf Twitch. Haut's rein, tschö mit Ö, viel Spaß in Marvel Avengers.
Ich bin raus. Tschüss.